Martin Hinteregger, die Galionsfigur der Eintracht. Über diesen Mann gibt es nicht nur einen Song. Jetzt der Schock. Martin Hinteregger beendet mit 29 Jahren überraschend seine Profikarriere. Ab sofort. Warum, fragen die Fans. So schade, senden weinende Emojis. Was sagst du zum Karriereende von Hinti? Schreib's in die Kommentare. In Barcelona, wo wir eigentlich den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert haben, da war es so, dass ich habe mir zwar mega gefreut, es war mit der beste Abend, aber ich bin im Bus eingestiegen und habe einfach gedacht, boah, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo wir hoffentlich noch jetzt erst recht den Sieg holen in der Europa League. Und dann ist wirklich für mich Zeit, ein neues Leben zu beginnen. HR-Sportreporter Philipp Hofmeister erklärt bei Das Thema die Hintergründe des Rücktritts. Das ist einfach zu viel vorgefallen, schon in der Vergangenheit und all das, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, mit unautorisierten Interviews, mit der Tatsache, dass er nicht mehr zu erreichen war für die Eintracht und mit all dem, was da jetzt hochgekocht ist, war es im Sinne beider Parteien tatsächlich, glaube ich, die beste Lösung, dass man den Vertrag aufgelöst hat und sich jetzt halbwegs friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen getrennt hat. Hintereggers Vertrag lief eigentlich noch bis 2024. Im Interview von Eintracht TV sagt er, ich habe mit mir einige Wochen gekämpft, muss ich ehrlich sein. Obwohl der Entschluss dann im Nachhinein immer gefestigt war, weil er einfach ins letzte Jahr zurück, was eigentlich das Beste, was ich je in meinem Leben gehabt habe. Aber für mich persönlich nicht mehr, vor allem privat gesehen, wenn ich nach Hause gekommen bin oder so, nicht mehr ganz so glücklich war darüber. Und in dem Moment, und wenn ich so an das zurückgedacht habe, dann war es für mich eigentlich immer, ja, leider immer klar, dass es jetzt wirklich Zeit ist, aufzuhören für mich. Martin Hinteregger war einer der absoluten Lieblinge bei der Eintracht. Die kleinen Fans lieben ihn. Hinteregger. Martin Hinteregger! Und die Großen natürlich auch. Der HR-Videopodcast Fußball 2000 widmet 2019 dem österreichischen Neuzugang und Abwehrbollwerk Martin Hinteregger sogar einen eigenen Song. Er isst gern Hüttenkäse auf dem Steak. Auf seinem Klappenlieder spielt er Snake. We're Hinti Army now. Whoa, we're Hinti Army now. Hintereggers sportliche Bilanz? 65 Länderspiele für Österreich mit insgesamt 5 Toren und in den 3,5 Jahren bei der Eintracht 138 Pflichtspiele, 14 Tore und 6 Vorlagen. Hinteregger war so ein bisschen das Gesicht dieser Mannschaft, auch in Phasen, in denen es nicht so gut lief, war auf ihn immer Verlass. Er hat die Abwehr zusammengehalten und hat sich auch dadurch seinen Status als Publikumsliebling erarbeitet. Und die Liebe zwischen Martin Hinteregger und der Eintracht, sie basierte auf Gegenseitigkeit. 2021 schreibt er ein Buch, darin das Zitat: Wäre die Eintracht eine Frau und würde mich fragen, ob ich sie heiraten möchte, ich würde ja sagen. Und das alles gekrönt vom grandiosen Europa-League-Sieg mit Bildern für die Ewigkeit. Zuletzt sorgte er allerdings für einige Negativschlagzeilen mit mehreren Interviews, die er ohne Rücksprache mit der Eintracht führte. Und die leidige Diskussion um den von ihm veranstalteten Hinti-Cup, den er mit dem österreichischen Rechtsextremisten Sickel geplant hatte. Es war natürlich jetzt zum Schluss nochmal der Punkt, der sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber es war nicht der alleinige Auslöser. Martin Hinteregger hat in der Vergangenheit schon häufiger mal mit Eskapaden für Aufsehen gesorgt, auch mit einigen Geschichten, die nie der Öffentlichkeit so richtig bekannt wurden. Und inzwischen ist es dann eben doch so gekommen, wie es die Eintracht-Fans sich nicht gewünscht hatten, nämlich dass man so das Gefühl hatte, den Hinti kannst du nicht mehr richtig einfangen. Es gab diese Recherche des Investigativjournalisten zu seinem Geschäftspartner rund um den Hinti-Cup, aber die Art und Weise, was Martin Hinteregger danach veranstaltet hat, wie er damit umgegangen ist, dass man das Gefühl hatte, er ist komplett beratungsresistent, das war letzten Endes dann der Aspekt, der dann für die Trennung gesorgt hat. Jetzt gehen die Parteien friedlich auseinander, auch weil sich Hinteregger aufrichtig für seine Äußerungen entschuldigte.
Und ich habe das total unterschätzt. In der Hinsicht muss ich mich wirklich, also wirklich in aller Form entschuldigen. Ich glaube, ich habe in Frankfurt, weiß ich, wie viele tausend Leute kennengelernt, im Restaurant, im Park, auf der Zeil, im Shoppingcenter. Also ich habe mit so vielen Leuten da geredet. Und ich glaube, jeder weiß genau, wie ich bin und wie dick. Und dass ich mit dem ganzen Scheiß überhaupt nichts zu tun habe, gegen die ganzen Rechten ist, gegen alles, was Hetze, Diskriminierung ist. Da habe ich mich natürlich extrem angeschlossen und ich habe immer so mitgelebt und ich werde bis zu meinem Tod genauso weiterleben. Sportvorstand Markus Kröscher heute dazu. Martins Schritt verdient Respekt und Anerkennung, nicht zuletzt aufgrund seiner aufrichtigen Entschuldigung für sein Verhalten in den zurückliegenden Tagen und Wochen und seiner deutlichen und glaubhaften Distanzierung von rechtem Gedankengut bleibt er in Frankfurt als verdienter Spieler und Europapokalsieger immer willkommen. Wir sagen Danke, Servus und auf Wiedersehen, Martin Hinteregger. Und was sagt ihr, Hinti, zum Abschied? Schreibt es in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da.